Als Deutscher bist du mittlerweile Freiwild. Sie verachten dich und deine Freunde. Das ist Rassismus gegen Weiße. 20 Ausländer prügeln auf einen Jungen in Gera ein oder stehen jubelnd daneben. Das ist ein aktueller Fall, der besonders übel ist, aber auf keinen Fall ein Einzelfall. Wenn man will, kann man jede Woche solche Berichte von Jagden auf Deutsche sehen. In den Mainstream-Medien liest man aber nur selten davon. Schulhöfe und Spielplätze sind wohl nicht mehr so ganz zur Erholung da. Sie verkommen vielfach zu Minenfeldern für deutsche Schulkinder. Aber was macht eigentlich die Politik, um dich oder deine Kinder zu schützen? Die Altparteien stehen wie immer tatenlos daneben und tun gar nichts. Für manche scheint es sogar widerlich zu sein, überall nur Deutsche zu sehen. Es passt einfach ins Bild, was die Bundestagsvizepräsidentin von den Grünen dazu zu sagen hat. Mit Blick auf die besonders bunte DFB-Elf dieses Mal meinte Katrin Göring-Eckardt kürzlich: Stellt euch mal vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Was wäre jetzt an sich daran so schlimm? Wie kann man das eigene Volk nur so hassen? Wer so eine Agenda verfolgt, dem ist definitiv auch das Schicksal deutscher Kinder vollkommen egal. Für mehr Buntheit und Vielfalt scheint dann kein Preis mehr zu hoch. Wie bunt darf es denn sein, bis unsere Situation überall gleichermaßen trostlos ist? In Gera waren viele Tatverdächtige erst zwischen 12 und 15 Jahre alt. Schon lange setze ich mich zusammen mit der AfD-Bundestagsfraktion für eine Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters ein. 12 statt 14 Jahre nämlich, da könnte bei vielen Fällen härter durchgegriffen werden. Die Altparteien lehnen das natürlich ab, aber wir dürfen nicht wegschauen. Konsequentes Durchgreifen beim Rassismus gegen Weiße. Mein Name ist Tobias Matthias Peterka, Mitglied im Deutschen Bundestag. Abonniert doch diesen Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt.